Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Ausgepackt aus dem Hause Modellbau König hier in Delmenhorst. Und zwar gibt es heute richtig was aufs Auge, das kann ich euch schon mal versprechen, denn ich habe euch heute von Ryfield unter der Nummer 5028 ein richtiges Leckerli mitgebracht, den M4 A3 E8 Sherman, auch als, bevor ich sie da raus bei Easy 8, so heißt es natürlich richtig, enthalten sind insgesamt 10 Spritzlinge plus Oberwanne plus Turm, Klarsichtteile, Polycaps, PE-Teile sind dabei, Seilmaterial, wir haben 2 Dekels und Bemalvorschläge mit enthalten, 27 Baustufen, bewegliche 1-Liter-Kette ist drin und das Ganze kostet unter 50 Euro. Und jetzt zeigen wir euch mal, was hier so drin ist. So, ihr Lieben, hier haben wir, starten wir mit der Anleitung. Hier haben wir nochmal einen schönen Überblick über das Deckelbild. Dann, was sich da drin befindet, Piktogramme hier, die auch uns Hinweise darauf geben, was man tunlichst machen und nicht machen sollte. Dann haben wir hier in live und in Farbe die Übersicht der einzelnen Bauteile, die Spritzlinge und was so enthalten ist. Sehr übersichtlich das Ganze, nicht zu klein. Und was sich Ryfield von anderen abhebt oder sehr gut macht, finde ich, das sei hier der Hinweis, wo es ganz besonders hakt oder schwierig ist oder wie es aussehen soll, kann man hier schön sehen, genauso wie hier. Eine sehr schön übersichtlich gestaltete Anleitung, die gefällt mir richtig, richtig gut. Ist auf jeden Fall unter den Top 3 der Bausatzhersteller, kann man auch sehr schön sehen hier. Jedes Teil sollte erklärt sein hier. Und auch wie man das Ganze zu bewerkstelligen hat, da sollten eigentlich keine Fragen offen bleiben. So, dem Maschinengewehr hier, den widmet sich im hinteren Bereich nochmal extra ein Kapitel. Das zeige ich euch dann, wenn wir soweit sind. Hier haben wir eine relativ späte oder sehr späte Variante des Shermans. Ich denke mal, auf den ersten Blick sind die Sachen, die diesen Sherman zu diesem Sherman machen, zum Easy 8 eigentlich alle wiedergegeben worden. Aber gucken wir uns gleich mal die Anleitung an und dann die Spritzlinge. So, kann man hier auch nochmal schön sehen, wo die Teile sind oder beziehungsweise dann hinkommen sollen. Ich bin auch mal auf die Passgenauigkeit gespannt. Ich habe nämlich vor, den Panzer mal zu bauen. Ja, ihr hört richtig, was alliiert ist. So, hier kann man es ja schön sehen. Hier ist der Zusammenbau der sogenannten Boogies. Dann hier soll, so soll das Ganze dann beweglich sein, wenn man die Teile bzw. die Stufen alle richtig gebaut hat. Da ist die Kette im fertigen Zustand und so soll die gebaut werden. Da habt ihr eine Schieblehre oder eine Leere mit, da wo die einzelnen Teile bzw. hier diese Gerippe hier reinkommen und dann die einzelnen Baustufen. So soll das Ganze verbunden werden und dann anschließend beweglich sein. Da werden jetzt Oberwanne mit Unterwanne miteinander verbunden. So, sehr schön auch hier eine einteilige Mündungsbremse, so zusammengebaut, wie ich das sonst nur von Zubehörherstellern kenne, wie zum Beispiel der Firma Aber. So kann man das hier auch sehr schön erkennen. Wie gesagt, eine sehr, sehr wertige Anleitung. Hier wird das Maschinengewehr nochmal drauf eingegangen. In der Variante praktisch ohne Turm. Und mit auf Turm, mit Munitionszuführung hier. Das i-Tüpfelchen wäre natürlich noch gewesen, wenn ein Gurt dabei gewesen wäre. So, dann haben wir hier einen von den beiden Bemalvorschlägen. Dankenswerterweise ist im oberen Bereich auch angegeben, wo das Ganze stattfindet. Dann hier die Farben von Armor auf MIG, die sich ja auch die Arbeit gemacht haben, das so rauszusuchen und das Bild herzustellen und zu bearbeiten. Hier die zweite Variante, die dann möglich ist.
ich denke mal, auch viele bekannte Varianten oder die bekannten Varianten. So, dann gibt es gleich ein bisschen Porno für die Augen hier. Hier haben wir die Oberwanne. Und warum das Porno ist und richtig schick ist, zeige ich euch mal in den Nahaufnahmen. Also der Hersteller Ryfield ist wirklich einer der wenigen und überhaupt der Hersteller, der das so wunderbar klar hinkriegt, die Details da herauszuschälen. Ich glaube, im Englischen sagt man crisp, also hier alleine das hier schon, auch hier die Gussstruktur, das ist schon richtig was vom Feinsten. Geht gleich weiter. Hier haben wir den Turm. Auch den zeige ich euch mal ein bisschen näher dran. Das ist richtig großes Kino. Da macht das Ganze Spaß zuzugucken. Da wird einem richtig das Höschen feucht. Also ganz ehrlich, für den Preis um die 50 Euro oder unter 50 Euro, nach meinem Dafürhalten, macht man da absolut nichts verkehrt. Man muss überhaupt nichts nachkaufen, hat einen Bausatz, den man so aus der Schachtel bauen kann. Auch hier die Detaillierung zeige ich euch gleich nochmal im Einzelnen, aber hervorragend wiedergegeben, umgesetzt das Ganze. Wie gesagt, das kriegt, das habe ich ja beim Jagdpanther schon gesagt, dass das wunderbar ist. Und auch beim Tiger. Und hier wird das nahtlos fortgesetzt. So, vorne die Wanne oder die Schnauze, da kann man sehr schön sehen. Dann einmal hier drehen wir das Ganze für den Auspuff. Auch das. Also da macht das CAD-Team richtig, richtig gute Arbeit. So, den Spritzling hier haben wir zweimal. Da befinden sich hier Laufwerksteile, kleinste feine Sachen hier, wie zum Beispiel hier die Flügelschrauben, die wir hier haben. Dann zeige ich euch gleich nochmal im Detail die Reifen, die Laufrollen hier, die mich auch nochmal eine kleine Besonderheit haben. Ich hoffe, dass die Kamera das raufkriegt. Da sind nämlich auch die Herstelleraufdrucke drauf. So, dann haben wir hier auch noch Slide Mold. Das vorne ist das Maschinengewehr offen. Wunderbar gemacht, genau wie das Bauteil hier, das auch geöffnet bzw. als offen dargestellt worden ist. Und um das Ganze hier nochmal zu unterminieren, wie wunderbar das gemacht ist, man gucke sich das an. Ich hoffe, die Kamera kriegt das in der ganzen Schärfe und Präzision rein, wie ich das hier sehen kann. So, dann haben wir hier vorne die Abdeckung der Kanonenblende. Auch das ist schön gemacht. Ich weiß aus eigener Erfahrung von der Herstellung von Plastikbausätzen, dass gerade diese Sachen hier, dieses feine Zeug, sehr schwer umzusetzen ist im Zeichnen bei CAD. Haben die Jungs hervorragend gemacht. Auch hier die Blende, also wirklich top. Das zeige ich euch gleich auch nochmal, wenn wir da ganz mal nah rangehen. So, da eine wunderbare Gussstruktur. Auch hier in dem Bereich. In dem Bereich hier ist das richtig schön umgesetzt. Der Schutz vor Feuchtigkeit hier, toll. So, dann haben wir diesen Spritzling hier viermal. Brauchen wir auch für die Ketten. Da ist ja die Arbeitshilfe hier, das Ober- und das Unterteil. Ich drehe das mal eben um, damit ihr das sehen könnt. Da sollen die dann reingelegt werden, damit dann das Ganze fixiert werden. Auf der anderen Seite hier, da sind diese, ich nenne sie mal Gerippe, die ganz fuchsig gemacht sind. Ihr kneift das hier ab, macht das hier, dann bleibt das auf der Seite hier noch fixiert, legt das Ganze da rein, baut hier diese Teile. Da müsst ihr natürlich auf die Richtung dieser Teile hier achten, dann kommen die Endverbinder daran und dann soll das Ganze funktionieren. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen und werde euch zu gegebener Zeit dann berichten. So, ein bisschen Zubehör haben wir auch. Und zwar haben wir hier einmal Jerrycans, kann man hier sehr schön sehen. Dann hier Munition ist als Zubehör dabei. Dann hier ein wenig Schanzwerkzeug.
alles sehr typisch. Und was habe ich euch gesagt? Das i-Tüpfelchen wäre, wenn hier die Munitionszuführung ist. Und da ist das i-Tüpfelchen, haben wir also da. Noch ein i-Tüpfelchen. Wir können das halt auch in der Variante, das Maschinengewehr bauen, dass wir das praktisch neben dem Panzer bauen. Das Dreibein ist also da. Und auch hier wieder ist das Kaliber 50 wunderbar wiedergegeben, ohne dass ihr es aufbauen müsst. Ist hier sogar durchbrochen, kann man hier sehr schön sehen. Dann haben wir hier sogar noch ein paar kleine Kniften für die Besatzung. Und auch hier gehe ich nochmal näher ran, damit ihr dieses Feuerwerk an Detaillierung euch nochmal näher zu Gemüte führen könnt. So, der letzte beigefarbene Spritzling, den haben wir hier, beschäftigt sich größtenteils mit dem Turm. Auch hier die einteilige Kanone, das Kanonenrohr, der Unterbau der Kanone, hier die einzelnen Bauteile, die einteilige Mündungsbremse und auch hier wieder, ich zeige euch das gleich nochmal in der Nahaufnahme, eine wunderbar gemachte Gussstruktur, die Kommandantenkuppel hier, die ja auch bei späteren Varianten in dieser Teil verbaut worden ist, ist auch sehr schön zu sehen. Hier ist das Ganze nochmal hohlgegossen, gefällt richtig gut. So, auch hier gehe ich nochmal näher ran, damit man das auch schön genießen kann. So, zum Abschluss der Plastikteile habe ich hier die Glasigteile. Die sind, ja, wie der Name schon sagt, aber auch schön klar hier. Gefällt einem richtig gut. Bedenkt bitte, dass ihr das vor dem Grundieren des Modells schön abdeckt. Nicht, dass euch das so wie bei Thomas und mir mal geht, dem das immer hinterher einfällt und man sich da ein bisschen ärgern kann, weil man sie dann nachmalen muss. So. Na, ich habe das doch schon vorbereitet. Anscheinend ist wieder zugegangen. Nein, also. So, das ist das Abschleppseil. Schwarz auf schwarz ist natürlich immer doof zu sehen, deswegen packe ich es hier einmal auf die Hand. Haben wir ein schönes Bändchen, sollte klar sein, hat eine schöne Struktur. Ich würde das Ganze nochmal mit Wasser-Leim-Gemisch einmal einreiben, dann bleibt das auf jeden Fall auch in Struktur, so wie ihr es dann haben wollt. Dann haben wir hier vier Polycaps, zwei kleine und zwei größere. Auch die haben sich dank Tamiya durchgesetzt. Dann ein klein, aber fein Ätzteilbogen, den wir hier haben. Warte, ich zeige euch mal die Seite, die ist ein bisschen hübscher und detaillierter. Da sind die Teile auch für die Mündungsbremse, was ich euch vorhin gesagt habe. Dann noch diverse andere kleine Bauteile. Ist sehr dünn, das Material. Achtet da schön drauf, mit einem scharfen Skalpell beizugehen. Ja, und zum guten Schluss, was bleibt noch übrig? Der kleine, bescheidene Deckel- oder Nassschiebebogen, den wir hier haben. Wie gewohnt von Ryfield, eine hervorragende Qualität, absolut dünner Trägerfilm, auch nicht zu viel Trägerfilm links und rechts. Macht auf jeden Fall einen sehr, sehr wertigen Eindruck. So, gleich zu Anfang. Klare Kaufempfehlung, 11. Daumen kann ich nicht heben, dann wäre es ab 18 Sendung. Ich bin mal wieder völlig sprachlos und voll in den Socken, was Ryfield uns hier um die Ohren haut. Von der Detaillierung, gerade von der Klarheit der Detaillierung, sei es durch die Farbe, sei es durch den Guss, also das ist echt top. Das ist wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz weit mit da oben. Von der Baubarkeit wird man sehen, sind ja jede Menge Kleinteile, jede Menge Bauteile, die da zu montieren sind. Leider nur zwei Bemal- und Deckelvorschläge, aber ansonsten denke ich mal, ein bisschen tricky wird auch noch die Kette sein. Mal sehen, wie das zu bauen sein wird. Vielleicht weiß ja oder der ein oder andere schon mal da was in näherer Zukunft oder wenn er das hier mal gesehen hat, dieses Video. Dann bleibt mir nur noch, mich bei euch zu bedanken fürs Zuschauen, fürs Angucken des Videos. Lasst wie immer ein Like oder Kommentar da. Wir freuen uns immer riesig darüber. Und ansonsten bleibt uns gewogen. Bis dahin, macht's gut.